Hallo, schön, dass ihr wieder da seid. Im letzten Video haben wir das Äquivalenzprinzip durchgenommen, Video Nummer 5. Das brauchen wir heute. Also bitte anschauen, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Das ist für heute wichtig. Was wir heute vorhaben, ist, wir werden mal so einen Zwischenstand, ein Zwischenergebnis für das tun, was wir bis jetzt alles aufgebaut haben. Speziell für die AAT, SAT und für diese Raumzeit, die wir benutzen. Wie machen wir das? Wir gucken uns mal die Dinge an, die ich so als Paradigmenwechsel bezeichnet habe. Immer wenn ich gesagt habe, andere Blickrichtung, andere Sichtweise. Da brauchen wir jetzt nicht die Videos durchgucken und eine Liste machen. Das lässt sich clustern in drei Punkten. Und mit diesen drei Punkten werden wir das für uns absolut zentrale Objekt, die Raumzeit, aufbauen und mit diesem Objekt dann weiterarbeiten. Die Raumzeit gucken wir uns dann an, wie verhält die sich zur speziellen Relativitätstheorie, zur SRT und zur ART, zur allgemeinen Relativitätstheorie. Insbesondere müssen wir dort die Postulate alle wieder erzeugen können und wenn es geht, damit eine Theorie auch sinnvoll ist, müssen wir Dinge, die sich dort vielleicht schwer oder gar nicht erklären lassen, in unserer Theorie leicht erklären können. Und dann machen wir das auch jetzt mal. Wir starten mit den Paradigmen. Das sind eigentlich nur zwei. Ich mache aber drei draus. Lässt sich damit einfach wesentlich schöner erklären. Welche drei Punkte haben wir? Wir starten mal mit dem ersten. Raumzeit ist real. Das ist eigentlich nur so ein halber Paradigmenwechsel. Denn es gibt eine Fraktion, die sagt, Raumzeit ist real, jawohl. Und andere, die sagen, auf keinen Fall. Raumzeit ist nur ein mathematisches Konstrukt, eine Abstraktion, die ich über mathematische Zahlen beschreibe, eine Entfernung, aber die Raumzeit selbst hat nichts Konkretes, nichts Reales, das sind nur mathematische Zahlen. Das sage ich jetzt mal. Wir haben diese Entscheidungsfreiheit nicht mehr. Tatsächlich funktioniert alles hier nur, wenn wir die Annahme treffen, dass die Raumzeit selbst eine reale Substanz ist. Können wir auch ganz gut. Mit der SAT tut man sich da schwer, wenn man sich das anguckt, aber aus der ART heraus kommt man relativ gut eigentlich hin, dass man sagt, das muss eigentlich was Konkretes, was Substanzielles sein. Denn ich kann die Raumzeit verformen. Ich kann, wenn sich ein schwarzes Loch dreht, die Raumzeit mitziehen. Die kann sich ausdehnen durch die Expansion. Die kann pulsieren bei einer Gravitationswelle. Also ich kann mit einer Raumzeit ganz, ganz viel anstellen und das soll alles nur mathematische Abstraktion sein. Tue ich mich schwer. Die andere Fraktion, die sagt, das ist mathematische Abstraktion, kann man immer sehr gut da abholen, dass man sagt, okay, wenn der Abstand zwischen zwei Objekten nur eine mathematische Betrachtung ist, dann ist da ja nichts und zwar gar nichts. Das ist ja immer nur mathematische Betrachtung. Auch kein Vakuum und damit auch keine Quantenfelder, die dort liegen müssen, weil da darf ja dann auch nichts sein. Das heißt ja doch, die Quantenfelder, die sind real, die sind ja auf jeden Fall da, aber das ist ja nicht die Raumzeit. Wenn man aber aus unserer Logik kommt und sagt, wir werden später alle Quantenfelder als bestimmte Geometrien der Raumzeit erkennen, dann ist diese Fraktion sozusagen auch wieder mit an Bord, wenn sie denn das andere Argument dann mitnehmen. Tatsächlich sind die meisten Physiker weder bei der einen noch bei der anderen Fraktion. Warum? Ich muss das nicht entscheiden. Die Theorien, die ganzen Rechnungen, wenn ich mir das angucke, ob die Raumzeit wirklich was Reales ist oder nicht, interessiert mich für die tägliche Arbeit eigentlich nicht. Wenn da was durchgerechnet wird, dann bleibt das Ergebnis so, wie es ist. Ob es die Raumzeit ein abstraktes Konstrukt ist oder was Reales, die meisten Physiker müssen sich nicht entscheiden. Und wie gesagt, den Luxus haben wir nicht mehr. Wir müssen das festsetzen, Raumzeit ist eine reale Substanz. Und zwar Substanz ist dann schlecht. Die meisten wollen eher sowas wie Feld haben oder, was ein ganz guter Begriff ist, zumindest mit der alten Denkweise, ist ein Gewebe oder ein Stoff, wie zum Beispiel bei meinem Hemd. Das ist ein Stoff, ein Gewebe und es sieht durchgängig aus. Wenn ich da mit der Lupe hingucke, erkenne ich sofort,
Das ist aber ein Gewebe, da gibt es Löcher. Und mit der Raumzeit ist es auch so. Da braucht man bloß keine Lupe, da muss ich runter auf die Plancklänge. Wenn ich auf der Plancklänge unten bin, dann passiert was ganz Hässliches. Da gibt es kein Loch. Ich weiß noch nicht einmal, was das sein soll. Alles kleiner als Plancklänge hat keine Definition. Ich habe da eine Definitionslücke. Für mich ist da die Raumzeit einfach nicht vollständig. Eher hässliches Objekt, das wollen wir nicht. Gucken wir mal, ob wir das dann besser hinkriegen. Wir müssen einfach nur davon ausgehen, Raumzeit ist was ganz Konkretes. Ein Feld, ein Stoff, eine Gewebe, eine Substanz. Raumzeit. Der zweite Punkt, den wir jetzt nehmen, ist Grenze. Raumzeit besitzt eine Grenze. Macht doch Sinn. Sobald ich der Raumzeit sage, du bist was Reales, dann wäre das nicht schlecht, wenn dieses Reale auch eine Grenze hätte. Jetzt ist aber die Raumzeit kein Schwamm, wo ich mit Länge, Höhe, Breite eine Grenze angeben kann, einfach nur in der geometrischen Abmessung. Die Raumzeit selbst definiert überhaupt erstmal die Geometrie. Das heißt, ich muss andere Grenzen benutzen, die aus der Struktur des Objekts selbst herauskommen. Und da hat man gar nicht viel. Die Struktur des Objektes sind die drei Raumdimensionen und die Zeitdimension. Also, was muss ich machen? Ich muss eine Raumdimension wegnehmen, dann liegen wir bei der Lichtgeschwindigkeit. Ich muss eine Raumdimension dazu nehmen, dann liegen wir beim schwarzen Loch. Interessant ist, bei diesen Grenzen, das sind echte Schnittstellen. Das bedeutet, die Objekte fliegen nicht einfach raus. Photonen kann ich messen, die sind bei uns da. Schwarze Löcher können wir inzwischen eigentlich gut nachweisen. Das bedeutet, die sind auch da. Diese Objekte liegen in unserer Raumzeit, haben noch Auswirkungen in unserer Raumzeit, liegen aber tatsächlich auf der Grenze und gehen auf die anderen runter. Sind nicht weg aus unserer Raumzeit, die liegen nur auf der Grenze. Das ist eine echte Schnittstelle, diese Grenzen. Dann macht das Sinn, dass das eine Substanz ist. Ich habe Ihnen Grenzen gegeben, auch wenn die Grenze vielleicht jetzt nicht intuitiv über Abmaßung das ist, was man sich jetzt unter Grenze vorstellt. Und dann packen wir noch die Zeit mit rein. Und dann macht das Ganze mit der Grenzannahme auch so richtig Sinn. Denn die Zeit ist für uns nichts anderes als die Abstandsmessung zu dieser Grenze. Vergeht Zeit sehr langsam? Bin ich nahe an der Grenze? Bin ich in dieser Schnittstelle drin? Vergeht die Zeit nicht mehr? Null. Das macht auch Sinn, weil die Raumzeit ist ein einziges Objekt, das Raum und Zeit gleichzeitig beinhaltet. Will ich aus der Raumzeit raus, muss die Zeit auch enden. Die muss eben gegen Null gehen. Gut, dann haben wir eine Raumzeit mit Grenzen. Und jetzt packen wir in diese Raumzeit, die jetzt substanziell und begrenzt ist, packen wir jetzt noch was rein, damit wir auch überhaupt was feststellen können. Mich, hier, den Tisch, ihr euch selber. Und das sind jetzt Veränderungen innerhalb der Raumzeit. Und da kennen wir die eine schon vorher, das ist die Gravitation, die Verformung. Die passiert nur, wenn ich eine Energie, eine Masse vorher habe, sagen wir mal Energie-Masse-Äquivalent. Und das bezeichnen wir ab jetzt als DRD, als Dichte der Raumzeitdefinition. Salopp ausgedrückt, könnte man auch hinschreiben, Dehnung, Dichte. Und damit wird alles sehr einfach. Die gesamte Feldgleichung der AT, ich schreibe die nochmal drüber, hat auf der einen Seite ein Objekt, Raumzeit, der Einstein-Tensor mit dem G, und hat dort nur die Verformung, die wir als Gravitation bezeichnen. Und auf der anderen Seite hat die ein Objekt Raumzeit und die Verformung, die wir als Energie, als Masse, als Impuls in verschiedenen Formen wahrnehmen. Warum? Weil diese Dichte, die dort ist, eine innere Geometrie hat und daher unterschiedlich antreten kann. Aber es wird dann mit alles sehr einfach und wir haben alles zusammen, was wir brauchen. Ein einziges Objekt und Verformungen innerhalb dieses Objekts. Warum Verformungen? Das Einzige, was dieses Objekt uns sagen kann, sind Geometrien. Das heißt, wir müssen sowieso alles über Geometrien herleiten. Anders funktioniert das in diesem Ansatz überhaupt nicht. Aber damit haben wir eine Raumzeit,
Die ist nicht mehr hässlich. Das ist ein wunderschönes Objekt, obwohl jetzt hässlich und schön niemals herangezogen werden sollten, ob das jetzt besser ist oder nicht. Ich finde es trotzdem schön, ich bezeichne es so und will es auch so haben. Was ist jetzt daran das Bessere gegenüber dem alten Begriff der Raumzeit? Nummer eins ist, unendlich gibt es nicht. Die Raumzeit selbst ist eine Substanz. Wir wissen sogar, dass sie aus dem Big Bang herausgekommen ist, sich ausdehnt, bewegt. Aber wenn es was Substanzielles ist, dann kann die von vornherein nicht unendlich gewesen sein. Weder in der Ausdehnung noch sonst in was. Das kann nicht sein, dass das unendlich ist, wenn das jetzt sozusagen wächst und wenn das substanziell ist. Unendlich ist in der Geometrie raus, hätten wir noch unendlich in der DRD. Schaffen wir aber nicht. Wir wissen, wenn ich zu viel DRD an einer Stelle zusammenpacke, dann kriege ich keine unendliche DRD, sondern ich gehe raus in die Schnittstelle, ins schwarze Loch. Oder wenn ich nur eine Dimension zusammenpacke, gehe ich raus in die Lichtgeschwindigkeit, wenn ich die verloren habe. Aber ich kriege niemals eine unendliche DRD zusammen, ich kriege niemals eine unendliche Ausdehnung irgendwie zusammen und ich kriege auch niemals eine unendliche Gravitation zusammen. Unendliche Gravitation würde nur an zwei Bedingungen sein. Ich bräuchte eine unendliche DRD, habe ich nicht. Oder die Singularität im schwarzen Loch würde tatsächlich existieren, existiert aber nicht, weil dort die DRD sitzt, die eine Ausdehnung hat und ich diesen Punkt R gleich 0, wo die Singularität sitzen müsste, mit der Gravitation niemals erreichen kann. Das heißt, Unendlichkeit gibt es in einer Raumzeit nicht. Wie sieht es denn mit der Null aus, dem Gegenstück? Die haben wir auch nicht. Habe ich eine Ausdehnung in einer Raumdimension in Null, sitze ich in der Lichtgeschwindigkeit. Eine weitere nochmalige Null in der Raumdimension kann es dann nicht geben. Dann bin ich auch aus der Schnittstelle raus. Das bedeutet, diese Annahmen, die man häufig in der Physik hat, mit Objekte ohne einer Dimension, ohne eine Ausdehnung, diese Punktmassen, Punktobjekte, das ist tatsächlich eine Abstraktion, die kann es in diesem substanziellen Raumzeitobjekt nicht geben. In der Raumdimension eine Ausdehnung von Null macht keinen Sinn. Es macht auch keinen Sinn, eine DRD von Null zu haben. Denn wo die Raumzeit sitzt, habe ich diese Substanz sitzen. Wo ich diese Substanz sitzen habe, der Raumzeit, habe ich auch eine Dichte. Ich habe nur eine Dichte von Null, hätte ich keine Raumzeit an der Stelle. Dann ist es aber auch keine Raumzeit. Das bedeutet, eine DRD von Null gibt es auch nicht. Also ich komme in keinem Fall auf eine Null, weder in der Ausdehnung noch in der DRD und damit auch nicht in den anderen Wirkungen. Ich habe immer irgendwas da. Null und unendlich haben wir los. Wie sind denn die Grenzen definiert? Sitze ich da tatsächlich auf Null oder auf unendlich? Nein, das sind konkrete Werte. Dazu haben wir die Planck-Längen. Die Planck-Länge, die Planck-Zeit und die Planck-Masse benutzt, aus der ART heraus, ohne die Quantenmechanik. Das heißt, wir können diese Grenzen sauber mit Werten angeben und das sind auch niemals Null und Endlich, die ich dann irgendwie umformen muss. Das sind saubere, konkrete Werte, auch wenn die Werte meistens extrem klein sind bei Planck. Aber es sind saubere Werte, konkrete Werte, die ich benutzen kann, um das zu definieren. Damit ist es auch klar, dass es ein Schnittstellenobjekt ist. Es muss in der Raumzeit noch liegen, weil ich noch eine Definition dafür besitze. Lichtgeschwindigkeit und das schwarze Loch mit der dimensionalen Konstanten. Die Planck-Einheiten für Länge, für Zeit, für Masse treten nur und ausschließlich nur an den Grenzen auf. Zwischen diesen Grenzen ist die Raumzeit kontinuierlich. Ich könnte natürlich bei der dimensionalen Konstante zum Beispiel auf einer kleineren Länge als die Planck-Einheit eine kleinere Energie als die Planck-Masse aufbringen. Ich würde die dimensionale Konstante nicht reißen, ich würde nicht ins schwarze Loch kommen und nicht an die Grenze ran. Wir werden aber später sehen, dass die QFT uns vorgibt, dass bestimmte Objekte eben eine bestimmte Energiedichte haben müssen, deswegen komme ich da nicht kleiner ran, aber nicht aus der Raumzeit heraus. Das bedeutet hier, ich kann mit der Raumzeit keine Quantisierung des Raumes gebrauchen. Überhaupt nicht. Das wäre gegen dieses Konzept.
Raum ist kontinuierlich nicht gequantelt. Das bedeutet, jeder Ansatz, der mit einer gequantelten Raumzeit arbeitet, spricht gegen die dimensionale Physik. Wichtige Aussage. Gut, aber ich habe eine wunderschöne Raumzeit. Und mit der wunderschönen Raumzeit können wir jetzt auch weiterarbeiten. Da macht es Spaß, da gucken wir uns jetzt mal die anderen Sachen an. Als erstes mal spezielle Relativitätstheorie. Die hat zwei Postulate laut Lehrbuch. Das eine ist das Relativitätsprinzip, das andere ist die Konstanz der Lichtgeschwindigkeit. Gefällt mir nicht, insbesondere nicht aus dem Blick Richtung der dimensionalen Physik. Das Relativitätsprinzip bleibt, das braucht man, das ist so. Die Konstanz der Lichtgeschwindigkeit sind eigentlich zwei Aussagen in einer. Die eine Aussage ist, ich brauche erstmal eine Maximalgeschwindigkeit, damit ich überhaupt die Geschwindigkeit feststellen kann. Und die muss dann für jeden gleich aussehen. Das sehen wir aber dann bei der dimensionalen Physik. Es reicht eigentlich die Maximalgeschwindigkeit, dass die überall gleich ist, wird man dann aus dem Relativitätsprinzip selber herausbekommen. Und was man aus meiner Sichtweise vergisst, was eigentlich als Postulat hineingehört, die Raumzeit selbst. Man nimmt nur diese zwei Postulate an und sagt, naja, und rechnen kannst du dann nur in dieser speziellen Raumzeit, alles andere funktioniert nicht. Dann ist das eigentlich auch ein Postulat. Das bedeutet, die Raumzeit selbst ist durch die Hintertür auch ein Postulat in der SRT und wir benutzen eigentlich nur unsere aufgebaute Raumzeit. So wie wir sie aufgebaut haben, daraus muss sich alles ergeben. Gehen wir es mal durch. Relativitätsprinzip. Dazu benutzen wir dieses Bild hier und schreiben gleich mal die Zwillinge hin. Da wird man eh vorbeikommen müssen. Auf der Erde E sitzt der eine Zwilling, der andere Raumschiff R. Und der mit dem Raumschiff fliegt weg und kommt wieder zurück. Jetzt sagt das Relativitätsprinzip aus, der auf der Erde kann sagen, ich stehe hier in Ruhe, so wie ich das jetzt von mir auch sagen würde, und jedes Raumschiff, das von der Erde wegfliegt, fliegt von mir weg. Ich bin in Ruhe. Relativitätsprinzip, der im Raumschiff kann aber auch sagen, ich bin in Ruhe und der von der Erde bewegt sich von mir weg. Die Zwillinge sind sich da sozusagen einig in der Sichtweise. Und was ergibt sich aus dem Relativitätsprinzip? Jeder muss zum anderen sagen können, sein Längenmaß ist kürzer als meins. Das kann jeder vom anderen behaupten. Klingt erstmal etwas komisch, kann man aber sehr gut erklären, sehr gut rechnen. Und insbesondere ist es so ein Grundprinzip, das auch vorher, auch schon außerhalb der Relativitätstheorie, schon bei Galileo bestimmt hat. Man kann Geschwindigkeiten eigentlich nur erkennen, wenn ich was anderes habe, womit ich die Geschwindigkeit messen kann, nicht mich selber. Gut, da wäre man sauber mit dem Relativitätsprinzip. Dann kann man sagen, das ist einfach eine synchrone Sichtweise. Stimmt aber nicht ganz. Bei dem Zwillingsparadoxon sieht man nämlich, dass der Zwilling, der mit der Rakete fortgeflogen ist, immer der Jüngere ist. Für den ist weniger Zeit vergangen. Im Prinzip ist weniger Zeit vergangen für den, der den längeren Weg hatte in der Raumzeit, was ein negativer Weg ist. Aber wie kriegt man das jetzt zustande? Wie macht man das? Und da machen wir jetzt in der dimensionalen Physik einen Trick, der erstmal ganz komisch klingt. Der Trick ist, wir führen eine absolute Größe ein und das ist die DRD. Wir haben ja nicht viel. Die DRD ist die absolute Größe. Wenn das eine Dichte der Raumzeit ist, dann kann ich natürlich diese Dichte sagen, die ist höher als dort, die ist geringer als dort. Das heißt, die Dichte selbst ist eine absolute Zahl, nicht relativ. Wie kriegt man aber jetzt das Relativitätsprinzip rein? In dem Sinne, dass er sagt, diese absolute Zahl kann ich nicht feststellen. Warum? Weil das nicht einfach eine Dichte ist wie beim Schwamm, die ich sehen kann. Das ist eine Dichte der Raumzeitdefinition. Ich habe hier meinen Maßstab mal wieder. Wie immer die 60 cm. Ich weiß, die nerven wahrscheinlich schon, aber muss sein. Ich auf der Erde sage 60 cm. Den Maßstab gebe ich meinem Zwilling mit.
der fliegt mit 90% Lichtgeschwindigkeit, sagen wir Alpha Centauri. Und mittendrin packt er den Meterstab aus, guckt ihn an und sagt, 60 Zentimeter. Obwohl wir uns einig sind, ich behaupte, sein Meterstab ist kürzer, er sagt, mein Meterstab ist kürzer. Woran liegt das? Das liegt daran, dass es vollständig unmöglich ist, zu erkennen, dass ich in einer anderen Raumzeitdichte sitze. Lokal. Warum? Das ist die Dichte der Raumzeitdefinition. Die gesamte Geometrie ist jetzt anders definiert. Und die sagt eben, das sind jetzt 60 cm. Das heißt, jeder Bewegungszustand, jede DRD kann für sich immer und ohne Ausnahme behaupten, ich bin der Nullpunkt. So wie es bei mir ist, das ist der Nullpunkt. Das ist die Referenz, weil ich messe ja schließlich die 60 cm. Und das kann absolut jeder von sich behaupten. Das ist sogar so, dass er keine Möglichkeit besitzt, was anderes festzustellen. Er hat noch nicht einmal die Chance, eine Abweichung, die Längenkontraktion selbst feststellen zu können. Und daraus ergibt sich jetzt die Relativität. Ich kann für mich gar nicht sagen, ob ich in einer höheren oder einer niederen Dichte sitze. Ich kann das nur im Verhältnis zu einem anderen sagen und kann dahin auch nur den Unterschied feststellen. Das ist eine Differenz in der Dichte. Und was mir die Längenkontraktion und die Zeitdilatation sagt, ist das Verhältnis zwischen denen, die Differenz da drin, aber nicht die Absolutzahl, weil die kann ich gar nicht feststellen. Die kann ich schon lokal nicht feststellen. Damit habe ich ein Relativitätsprinzip erzeugt, das nicht nur eine Sichtweise hat, sondern das hat eine Sichtweise aufgrund dessen, dass ich den Absolutwert, der drin steckt, nicht erkennen kann. Aber der Absolutwert ist genau der Wert, der besagt, der Zwilling, der gereist ist, der schneller unterwegs war, das ist der, der jünger geblieben ist, immer und ohne Ausnahme. Um das in der SAT mit den althergebrachten Mitteln zu beweisen, muss man eben rechnen oder solche Diagramme mit Lichtlaufwegen malen. Das ist alles ein bisschen kompliziert, das zu sagen. Bei uns ist es relativ einfach. Der, der in der höheren Dichte war, ist der Jüngere. Punkt. Ende der Diskussion. Weil das der Absolutwert ist. Bloß die Relativität sagt, ich kann den Absolutwert nicht feststellen. Deswegen ist für mich alles relativ. Ich kann immer nur die Differenz feststellen. Und das ist das, was die SAT mir dann aussagt, von der Längenkontraktion her. Gut, dann haben wir die Relativitätstheorie abgefrühstückt. Was ich da jetzt noch dazu extra erwähnen will, ist die Beschleunigung. Da sind leider zwei falsche Sichtweisen drauf. Einmal heißt es, SAT kann keine Beschleunigung. Das ist Unsinn. Selbstverständlich kann ich in der SAT eine Beschleunigung mit aufnehmen. Das kann ich auch sauber drin verargumentieren, das kann ich verarbeiten, ich kann damit auch rechnen. Der Unterschied ist, in den Diagrammen kriege ich eben keine Geraden, dann werden es krumme Linien. Und die Beschleunigung, dort kann ich diesen Vergleich nicht machen, weil die Beschleunigung nicht relativ ist, die ist objektiv. Das erkennt man immer, wer in der Beschleunigung steckt. Und das Zwillingsparadoxon wird dann häufig auch dadurch erklärt, dass man sagt, ja, die Beschleunigung macht da irgend so einen Bruch in der Symmetrie der relativen Sichtweise. Unsinn. Die Beschleunigung ist zwingend, das ist richtig, weil ich eine Differenz im Bewegungszustand brauche oder im Inertialsystem, wie man das höflicher ausdrückt. Die Beschleunigung verändert aber nur den Bewegungszustand. Entscheidend ist die Reisephase, wie lang oder welche Zeit ich da drin verbringe, ist ja im Prinzip das Gleiche hier in der Ansicht. Da addiert sich diese Differenz in der Zeit oder auf dem Weg der Reise auf. Also die Beschleunigung ist einfach nur die Änderung, damit ich überhaupt mal eine Differenz habe, aber die Differenz addiert sich dann tatsächlich über die Strecke hin auf. Und ob ich jetzt wegfliege, hinfliege, vollkommen egal. Ich brauche einfach nur Strecke und Zeit mit einem anderen Bewegungszustand, um diesen Unterschied zu erzeugen. Und dass der da abbremst und wieder zurückfliegt, spielt eigentlich keine Rolle. Gut, dann haben wir das Relativitätsprinzip durch. Jetzt fehlt uns das Nächste. Und da sagen wir brauchen eigentlich nur
dass es eine Maximalgeschwindigkeit gibt. Und das machen wir natürlich ganz einfach. Ich habe hier meine Raumzeit, dann nimmt man sich immer den Schwamm. Ich sage jetzt, eine Raumdimension wird gequetscht, das ist die Lenkkontraktion. Damit erhöht sich die Dichte. Und die Dichte kann ich maximal bis 0 quetschen. Wenn die Raumdimension weg ist, ist es weg. Weiter geht es nicht. Das ist ein sauberer Grenzwert. Damit habe ich eine maximale Geschwindigkeit. Weil die Dichte, die Energie, direkt damit reinspielt. Und größerer Impuls ist größere Energie. Also muss das auch eine größere Dichte sein. Kein Problem. Wir haben eine Maximalgeschwindigkeit, einen sauberen Grenzwert. Dass dieser Grenzwert jetzt konstant bleibt, aus jeder Sichtweise, ist eigentlich wieder nur Relativitätsprinzip. Sauber dadurch, dass wir jetzt Grenzen haben. Denn im Raumschiff, nochmal, bis es euch zum Hals raushängt, 60 cm. Ob ich jetzt 50% Lichtgeschwindigkeit fliege, 90 oder 99,9, ist vollkommen egal. Ich gucke drauf, ich habe 60 cm. Wie weit bin ich jetzt dieser Grenze aus meiner lokalen Sicht näher gekommen? Da sind sie wieder, unsere drei N. Null, nix, nada. Lokal, dadurch, dass ich die Längenkontraktion niemals feststellen kann, weil es eine dichtete Definition ist, kann ich auch nicht feststellen, dass ich mich in irgendeiner Weise dieser Grenze genähert habe. Ich kann keine Längenkontraktion feststellen. Das bedeutet, egal wer aus welchem Bewegungszustand auch immer, sieht die Grenze für sich gleich weit weg. Und zwar immer auf den gleichen Wert, weil er sich niemals dieser Grenze aus seiner Sichtweise nähert. Damit bleibt die Lichtgeschwindigkeit immer das, was sie ist. Egal aus welchem Bewegungszustand ich mich betrachte, lokal gesehen muss die Lichtgeschwindigkeit immer das bleiben, was sie ist. Und damit ist es auch klar, warum die Zeit immer das bleibt, was sie ist. Denn wenn ich mich der Grenze nicht näher, ändert sich auch der Zeitverlauf nicht. Die Grenze und die Zeit hängen ja zusammen. Ich näher mich der Grenze nicht, also muss lokal die Zeit auch immer so rennen, wie sie läuft. Das hat auch ein klein bisschen eine andere Sichtweise, als es viele andere tun. Da geht es häufig darum, dass man sagt, naja, Raum und Zeit müssen sich gleichbleibend verändern. Weil sonst kriege ich ja keine konstante Lichtgeschwindigkeit. Geschwindigkeit definiert sich ja als Länge durch Zeit und wenn die sich unterschiedlich ändern müsste, kriege ich eine unterschiedliche Lichtgeschwindigkeit raus. Das ist aus unserem Gedankengang nicht so. Raum- und Zeitkomponenten dürfen eigentlich treiben, was die wollen. Ich habe nicht die geringste Chance zu erkennen, was die tun. Ich könnte noch nicht einmal die Abweichung feststellen. Wie soll ich dann überhaupt was feststellen können? Das heißt, aus der Sichtweise heraus dürfen die Komponenten der Raum und Zeit treiben, was sie wollen. Wir können trotzdem immer nur Lichtgeschwindigkeit als solche feststellen und lokal die Eigenzeit, so wie sie eben läuft. Da gibt es niemals einen Unterschied. Das ist aber eigentlich direkt raus aus dem Relativitätsprinzip, weil wir es eben nicht erkennen können. Das ist keine zweite zusätzliche Annahme. Und das Ganze machen wir mit unserer Raumzeit. Wir haben nichts anderes, wir haben nur diese Dehnung, Dichte, diese Grenzen und die Raumzeit als Substanz. Punkt. Daraus müssen wir alles erzeugen, deswegen machen wir auch alles immer aus dieser Geometrie heraus. Wir haben nichts anderes, um alles erklären zu können. Die Frage ist, jetzt haben wir die Postulate hingekriegt, gibt es denn in der SAT noch weitere Dinge, die man damit leicht erklären kann? Ja, gibt es, aber die kann man auch mit der SAT leicht erklären. Da gibt es eigentlich keine Schwierigkeiten. Das eine ist, Energiezuwachs, wenn ich schneller werde, dann, weil ich die Dichte erhöhe, dann kriege ich eine größere Dichte. Natürlich ist das ein Energiezuwachs. Und auch bis unendlich in dem Sinne, weil ich, wenn ich zusammenschiebe, müsste ich eine unendliche Dichte kriegen. Oder Gleichheit von Energie und Masse. Es ist alles Dichte. Ich kann das aus der Raumzeit heraus gar nicht unterscheiden. Die innere Geometrie wird dann später Part von der QFT. Für mich ist das alles Dichte. Ob ich jetzt die Geometrie habe oder die, das spielt aus Sicht der Raumzeit, aus der SAT-AT überhaupt keine Rolle. Das heißt, klar kann ich das umwandeln. Und das andere Thema, für mich das Entscheidende ist eigentlich, die SAT hat eine flache Raumzeit. Das bedeutet, dass sie die Raumzeit eigentlich nur als Bühne benutzt. Die interessiert sich für die Raumzeit nicht. Was macht denn die SAT tatsächlich? Ich habe da eine DAD
Und ich habe da eine DAD. Es ist ein Relativitätsprinzip. Ich brauche immer zwei Objekte, um was vergleichen zu können. Es geht immer um einen Vergleich. Das bedeutet, ich vergleiche eine DAD in ihrem Zustand in der Raumzeit mit einer anderen DAD in ihrem Zustand in der Raumzeit. Wie groß ist die Dichtedifferenz? Und das sagt mir die SAT aus. Die interessiert sich eigentlich für die Raumzeit überhaupt nicht. Deswegen machen wir jetzt für die SAT folgenden Aufbau auf unserem Bild. Wir haben unsere Raumzeit. Da packen wir jetzt die erste Säule drauf. Das ist die SAT. Die interessiert sich aber eigentlich nicht für die Raumzeit, sondern nur für die DAD der Raumzeit. Und es gibt einen zweiten Part, der sich nur für die DAD interessiert. Das machen wir dann im nächsten Video. Das ist die QFT. Das bedeutet, wir bauen jetzt das ein bisschen anders auf. Die eine Säule ist die Säule der DRD und dort steckt SRT und QFT zusammen drin. Denn beide haben den gleichen Blick. Sie gucken nach DRD. Die eine nach dem internen geometrischen Aufbau, die andere im Vergleich, wie sie sich im Verhältnis zueinander haben. Deswegen kann man die beiden auch sauber vereinigen. Da ist überhaupt kein Problem drin, denn beide haben die gleiche Blickrichtung, DRD. Fehlt uns die andere Blickrichtung, die ART. Die ART hat ein weiteres Postulat, das Äquivalenzprinzip. Das haben wir aber im Video Nummer 5 vorher ausgelagert. Bitte anschauen. Kurzfassung. Ein Schwamm, der auf die Erde fällt, hat eine DRD. Die ändert sich auch nicht. Wie denn auch? Da kommt nichts dazu, da kommt nichts weg, der hat keine chemische Umwandlung. Und es ist eigentlich auch wurscht, ob ich einen Schwamm oder ein Stück Stahl nehme. Da ist eine DRD drin. Aber die Gravitation von der Masse, die jetzt dieses Objekt anzieht, die hat die Raumdefinition wieder geändert durch Dehnung. Das heißt, hier oben ist mein Meter nur so groß, hier unten ist es wesentlich größer in Richtung Masse. Und zwar von Punkt zu Punkt habe ich eine Änderung. Die Gravitation steigt an in Richtung der Masse. Bedeutet aber, selbst wenn dieser Klotz, egal was es ist, sich niemals ändert, bekommt er trotzdem im Verhältnis zu der umgebenden Raumzeit hier eine kleinere DAD als da. Denn dort ist der Meter größer bei gleicher DAD und hier kleiner. Das bedeutet, hier habe ich eine größere Dichte als da oben im Verhältnis zu der umgebenden Raumzeit. Und das ist die Beschleunigung des Objektes. Das ist das Äquivalenzprinzip. Ich habe oben eine geringere DAD als unten, aber nur in dieser Raumzeit. Wenn ich den Schwamm fallen lasse, heißt es immer, er fällt gegen den Tisch. Blödsinn, der fällt nicht. Wenn er fällt, wird der Impuls jetzt verbraucht und er müsste da schweben. Der hat eine ständige Beschleunigung drin. Deswegen bleibt er auf dem Tisch da liegen. Und diese Beschleunigung kommt eben ausschließlich und alleinig durch diese Geometrie. Die Geometrie des Gravitationsfeldes drumherum, welches Objekt ich da benutze, vollkommen egal. Nur die Geometrie des Gravitationsfeldes entscheidet, wie stark diese Beschleunigungswirkung ist. Und die werden wir jetzt dann auch gleich wieder brauchen. Wir wären eigentlich mit der ART, mit den Postulaten schon durch, weil das SAT, ART ist da identisch. Da gibt es nur dieses Äquivalenzprinzip als Differenz. Jetzt wollen wir natürlich in der ART und noch angucken, können wir da Dinge besser erklären als vorher. Ja, natürlich, sonst hätten wir das Ganze nicht gemacht. Und was gucken wir uns an? Schwarze Löcher. Das ist doch das interessante Objekt. Oder wie meine Frau sagt, die Löcher in der Schweinchennase. Ich blende mal alles aus. Könnt ihr die Schweinchennase sehen? Gut, bin wieder zurück. Das ist eben der Unterschied. In der Kunst, in der Betrachtung kann man ruhig unterschiedlicher Meinung sein. In der Physik wollen wir das abschalten. Und was wir hier abschalten, das tut mir jetzt fast schon leid, denn schwarze Löcher sind Objekte der Faszination. Da kommen viele in Physik in Berührung über diese schwarzen Löcher, weil die eben fast schon mystische Objekte sind. Man kann nicht alles erklären, man weiß aber, dass die da sind. Das sind riesige Monster, die man nicht ganz sauber erklären kann. Das ist schon sexy. Da will man schon mal was wissen, da kann man sich dran drüber informieren. Das nehmen wir jetzt vollkommen raus. Kein Voodoo-Zauber mehr, alles locker erklärbar. Und zwar locker. Starten wir doch mal. Warum gibt es überhaupt schwarze Löcher? Eigentlich habe ich das gerade erklärt, das war das Äquivalenzprinzip. Sobald ich auch nur irgendwo die kleinste Dichteschwankung habe,
zieht die Gravitation zu dem Dichteren alles hin. Und da kann sich niemand dagegen wehren. Die DAD hat auch keine Chance. Es gibt immer die Richtung zur größeren Masse. Damit wird sich immer alles konzentrieren. Keine Chance dagegen. Glücklicherweise gibt es aber noch die QFT, die den inneren Aufbau dieser DAD dann später bestimmen wird, die dann aber bestimmte Verbote, eigentlich besteht die QM nur aus Verbote, aufsetzt, was man denn wo wie zusammenstecken darf. Da gibt es dann auch gewisse Kräfte aus dem inneren Aufbau heraus, die dagegen halten, aber Äquivalenzprinzip, wenn die Beschleunigung, die jetzt daraus kommt, einmal stärker ist als die Kräfte der QFT, die dagegen halten, keine Chance, alles ab ins schwarze Loch. Daher bilden sich schwarze Löcher immer. Im Prinzip kann man das sogar als das grundlegende Prinzip des Universums ansehen. Haben auch schon Physiker gemacht, da gibt es auch Theorien dazu, dass sie sagen, das Universum ist eigentlich so aufgebaut, dass es ganz viele schwarze Löcher gibt. Hätte ich eine stärkere Gravitationskonstante zum Beispiel, würden sich schneller große schwarze Löcher bilden, aber nicht so viele. Hätte ich eine kleinere Gravitationskonstante, würden sich weniger schwarze Löcher bilden, weil es einfach schwieriger ist dann. Und auch das Dagegenhalten der QFT scheint genau so zu sein, dass sich viele schwarze Löcher bilden. Aus der Sicht der dimensionalen Physik kann man das aufgreifen und sagen, das philosophische Prinzip hinter dem Kosmos, hinter der Raumzeit, ist einfach, sie will alles loskriegen. Die eine Seite ist die schwarze Löcher in diese Schnittstelle raus, zum höherdimensionalen. Die andere Seite ist Lichtgeschwindigkeit. Das heißt, ich will eigentlich alles entweder in einem schwarzen Loch oder in einem Photon haben. Dann bin ich zufrieden, dann habe ich es nicht bei mir, dann schiebe ich alles raus in die nächsten Schnittstellen. Wenn man die Konstanten anguckt, was man da alles hat, dann ist genau das so aufgebaut, dass es sagt, ich kriege viele Lichtphotonen, viele Lichtquanten, viele Lichtgeschwindigkeitsobjekte raus und ich kriege viele schwarze Löcher raus. Aber Philosophie weg, gehen wir wieder zurück, ganz konkret. Wenn sich jetzt diese schwarze Löcher bilden, aufgrund der Geometrie, die Raumzeit einfach inne ist und man da keine Chance hat, wie sieht denn dann der Kern aus? Das ist natürlich gleich die nächste Frage. Wenn alles in sich zusammenstürzt, wie sieht denn dann dieser Kern des schwarzen Loches aus? Das ist aktuelles Forschungsgebiet und da geht man davon aus, man braucht eine Quantenphysik, um da hinzukommen. Quanten, Gravitation, Stringtheorie, egal was. Man braucht irgendwas Weiterreichendes, um erklären zu können, wie es im Kern des schwarzen Loches aussieht. Brauchen wir nicht. Im schwarzen Loch ist alles ganz einfach. Dort ist eine Dichte. Und das Verbot der QFT, wie ich diese Dichten zusammenstecken darf, die sind aufgehoben durch das Äquivalenzprinzip. Ich habe dort eine viel stärkere Kraft, als die QFT jemals irgendwie hergeben kann. Das heißt, ich schiebe alles in einer Dichte übereinander. Dadurch ändert sich die Gravitation außen nicht. Ich habe nur in Summe genauso viel DAD sitzen. Und der innere Aufbau kann jetzt aus ART-Sicht eigentlich egal sein. Das bedeutet, dort sitzt einfach nur ein Klumpen DAD. Dass der vielleicht mal eine innere Struktur hat, das gucken wir uns das später mal in der QFT an. Aber aus Sicht der Raumzeit sitzt da jetzt einfach mal nur eine DAD. Und das ist es. Und die kann ich beliebig bilden, bauen. Wir haben das mal ganz am Anfang beim Video genommen, diese Bindungsenergie, wo wir die Moleküle in einem Atomkern zum Beispiel überschoben haben. Im Prinzip ist es das Allergleiche, bloß kriegt er halt kein Photon oder sonstiges Teilchen da mehr weg, weil die Gravitation viel zu stark ist, das bleibt da drunten stecken. Das heißt, die Dichte bildet sich einfach aufeinander, aber die wird auch nie unendlich werden. Das ist eine Dichte, die kann da nicht unendlich werden. Gut, dann haben wir schon mal einen Teil erschlagen, der sonst Kopfweh bereitet. Und jetzt gehen wir zu dem Teil, der mir am meisten Kopfweh bereitet. Wir haben gesagt, schwarze Löcher bilden sich so oder so. Und das ist eigentlich die Veranlagung der Raumzeit selbst, dass da ein schwarzes Loch rauskommen muss. Der Kern ist relativ einfach zu erklären. Und dann gibt es noch das meist unverstandene Objekt, meiner Meinung nach, der Ereignishorizont. Was man diesem Ding alles angedichtet hat, das muss eine Firewall sein, das muss ein Hologramm sein.
Das sind Schalen aus Materie. Da endet überhaupt die Raumzeit. Da gibt es alles Mögliche an Theorien dazu, was so ein Ereignishorizont sein kann. Der Eintritt in ein Wurmloch. Wahnsinn. Alles weg. Kompletter Voodoo-Zauber raus, keine Mystik mehr. Der Ereignishorizont ist nichts anderes als die Gleichheit der Kraft aus dem Äquivalenzprinzip, aus der umgebenden Geometrie, dass er sagt, ich kriege in einer DD eine Beschleunigung und dieser am Ereignishorizont genauso groß wie die Beschleunigung, die ich aus der Lichtgeschwindigkeit sehen könnte. Und schwuppdiwupp kommt da nichts mehr raus. Im Prinzip kann man es auch daran erkennen, dass nichts Besonderes ist, dass ich eigentlich für jedes Elementarteilchen einen anderen Ereignishorizont angeben kann. Ein Elektron ist genauso ein elementares Ding, hat aber die Ruhmasse, kommt bereits früher da schon nicht mehr weg. Das heißt, es hätte ein Ereignishorizont, das ist ein bisschen größer. Und so geht es mit jedem Elementarteilchen, auch Protonen, Neutronen sind schwerer, kämen früher schon nicht mehr weg. Ich könnte für jedes Elementarteilchen einen eigenen Ereignishorizont angeben. Nur beim Photon ist es eben die Lichtgeschwindigkeit, das ist eben die maximal mögliche Geschwindigkeit. Deswegen geht man davon aus, das ist was irgendwie Besonderes. Ist es nicht, das ist einfach nur Gleichheit der Kraft. Und aus dem Äquivalenzprinzip haben wir auch gesehen, das kommt aus der Kontinuität der Raumzeit, dass sie sich ständig verändert in ihrer Geometrie Richtung Masse. Ansonsten kriege ich kein Äquivalenzprinzip hin. Das bedeutet, die Aussagen, die wir jetzt getroffen haben zum schwarzen Loch, zum Ereignishorizont, bedeuten, Stringtheorie geht nicht mehr. In der Stringtheorie gehe ich davon aus, dass ich über verschiedene Dimensionszusammenstellungen hinweg, eindimensional, dreidimensional, mit der gleichen Zeit rechnen kann. Haben wir gesagt, geht nicht. Eine bestimmte Dimensionszusammenstellung hat ihre eigene Zeit und eine andere Dimensionszusammenstellung hat eine andere Zeit. Damit ist jegliche Stringtheorie inkompatibel zur dimensionalen Physik. Quantengravitation geht davon aus, dass ich entweder den Raum gequantelt habe, wir haben gerade das Gegenteil gesagt, der ist kontinuierlich zwischen zwei Grenzen, oder dass ich die Kraft gequantelt habe. Wir gehen aber davon aus, das ist eine kontinuierliche Geometrie der Raumzeit. Und da gibt es auch kein Austauschteilchen, das ist die Raumzeit selbst, die sich da verändert. Da tausche ich nicht nochmal eine DRD in dem Sinne aus, wäre genau das Gegenteil von dem, was wir brauchen. Das funktioniert nicht. Das heißt, die dimensionale Physik mit ihrer Betrachtungsweise der Raumzeit und wie jetzt mit schwarzen Löchern umgeht, besagt eigentlich, dass es Stringtheorie nicht funktionieren wird, dass jegliche Form der Quantengravitation nicht funktionieren wird. Harte Aussagen, aber da bleiben wir mal dabei. So, dann haben wir schwarze Löcher mal diskutiert, dass die relativ einfach sind und diese, warum es die gibt, die das zentrale Masse, der Ereignishorizont, dass da überhaupt nichts Wildes dabei ist. Das sind ganz normale Dinge an dieser Grenze. Jetzt gucken wir mal, ob man mit dieser Betrachtungsweise zwei Dinge erschlagen können, die sonst schwierig zu erklären sind, wo man Annahmen treffen muss, wo man sagt, seid ihr euch da sicher? Und das sind die zwei Dinge, die wir uns rausgepickt haben, sind einmal die Signatur der Metrik, die sich verändert zwischen inner und außerhalb des schwarzen Lochs, erkläre ich dann, was das ist, und das Informationsparadoxon heraus aus der Quantenfeldtheorie. Starten wir mit der Metrik. Ich schreibe da mal eine Metrik hin. Sieht ganz einfach aus. Plus, Minus, Minus, Minus. Das sind natürlich die vier Elemente der Raumzeit. Drei Raumdimensionen, eine Zeitdimension. Was man da schon erkennen kann, die Zeit und die Raumdimension haben wohl unterschiedliche Vorzeichen. Das sind nämlich genau die Vorzeichen der Objekte. Wie die Terme aufgebaut sind, wie ich es rechne, betrachtet man eigentlich nicht. Die Signatur ist das Einfachste, was man überhaupt nehmen kann aus der Metrik heraus. Das sind einfach nur die Vorzeichen der vier Elemente. Ich kann die Metrik aber auch so hinschreiben. Minus, Plus, 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 Plus. Ist vollkommen egal. Das ist Geschmackssache, welche ich davon benutze. Ich könnte auch die Zeitdimension nach hinten stellen. Wichtig ist nur, Raum und Zeit müssen ein unterschiedliches Vorzeichen haben, damit alles funktioniert. Woher kommt es, dass man sagt, die müssen unterschiedliche Vorzeichen haben, die Raumdimension und die Zeitdimension?
Da geht man von diesem Bild aus, wir holen nochmal unsere Zwillinge heran. In diesen Koordinaten kann ich in der Zeit nun in die Zukunft gelangen, so wie es auch tatsächlich ist. In die Vergangenheit komme ich nicht, ich komme nur in die Zukunft, in eine Richtung. Wie man aber sieht, bei der Raumkoordinate komme ich hin und wieder zurück. Ich kann in beiden Richtungen gehen. Und das drückt man aus durch ein unterschiedliches Vorzeichen. Welches ist eigentlich Geschmackssache, es ist nur wichtig, es ist unterschiedlich. Und das ist die Betrachtungsweise der Metrik außerhalb eines schwarzen Loches. Wir haben ja gesagt, die Schwarzschildkoordinaten haben da ein bisschen Problem, da ist eine Singularität, da gibt's aber, das kann man aber mathematisch auflösen, das ist nicht wichtig, aber es gibt eine innere Lösung. Wenn man sagt, man ist innerhalb des Ereignishorizonts, dann sieht die Signatur auf einmal so aus. Aha, was ist da jetzt passiert? Die Vorzeichen haben sich geändert. Einmal zwischen einer Zeit- und einer Raumkomponente. Warum? Was soll das sein? Und wie interpretiert man das? Und die tatsächliche derzeitige Lehrmeinung ist, naja, aus der Zeitkomponente wird eine Raumkomponente und aus der Raumkomponente wird eine Zeitkomponente. Kann man so annehmen? Ist aber extrem unwahrscheinlich, dass die Komponenten ihren kompletten Charakter auf einmal verändern sollen, weil ich da eine Grenze habe vom Äquivalenzprinzip, wo der Schwamm einfach auch mit Lichtgeschwindigkeit nicht mehr rauskommt. Quatsch, so machen wir es nicht. Wir müssen das haben, das gibt die Mathematik vor, also das brauchen wir auch, aber wir müssen es anders machen. Insbesondere auch aus der Idee heraus, wie ich mich in den Koordinaten bewegen kann. Koordinaten sind Fantasiegebilde, da kann ich mir irgendwas einfallen lassen. Wir müssen damit argumentieren, das ist der Aufbau der Raumzeit. Wir müssen aus diesen Objekten heraus irgendwas finden, womit sich dann dieser Vorzeichenwechsel ergibt. Und da bleiben bei uns eigentlich nur die Grenzen übrig. Und das gucken wir uns mal an. Nehmen wir mal die Zeitkomponente. Nee, Raum. Wir starten mit der Raumkomponente. Ich bin außerhalb des schwarzen Loches und wir starten mit der Raumkomponente. Die hat zwei Grenzen. Einmal im schwarzen Loch die Gravitation, die höherdimensionale, und die Lichtgeschwindigkeit, die niederdimensionale Grenze. Die Raumdimension könnte sich in beiden hinbewegen. Passt. Dazu kriegt sie ein Vorzeichen verpasst, in dem Fall bei uns das Minus. Die Zeitdimension könnte auch niederdimensional bei Lichtgeschwindigkeit kommen und ins schwarze Loch höherdimensional. Jetzt hat man aber aufgrund der gewählten Metrik, Schwarzschild, das Problem, dass dort schon die Singularität am Ereignishorizont ist. Das heißt, wenn ich mich zum Ereignishorizont hin bewege, wird jedes Objekt in dieser Metrik von außen betrachtet zur Lichtgeschwindigkeit beschleunigt, durch das Äquivalenzprinzip. Für den Betrachter von außen ist das so. Das heißt, betrachte ich außerhalb das schwarze Loch, ich bin ja jetzt in einer äußeren Lösung, dann hat die Zeit dort auf einmal nicht mehr zwei Grenzen. Denn in Richtung schwarzen Loch ist dort die gleiche Grenze wie für die Lichtgeschwindigkeit, die niederdimensionale Grenze. Das bedeutet, außerhalb des schwarzen Loches hat die Zeit nur eine Grenze, die niederdimensionale. Mehr ist da nicht, weil die eben am Ereignishorizont identisch ist zu der anderen Grenze. Jetzt gehen wir aber in den Ereignishorizont herein. Die Zeitkomponente hat jetzt auf einmal zwei Grenzen wieder, weil jetzt natürlich die Lichtgeschwindigkeit nicht mehr auf dieser Grenze lebt. Ich bin schon drin. Ich hätte zum Ereignishorizont wieder die Lichtgeschwindigkeit. Allerdings müsste ich jetzt, wenn man es genau nimmt, eigentlich bremsen dafür, um dahin zu kommen. Und ich habe natürlich in Richtung der Singularität wieder die Möglichkeit der Dehnung und da meine Zeit loszukriegen. Das heißt, innerhalb des Ereignishorizonts hat die Zeitdimension jetzt wieder zwei Grenzen. Sie muss das Vorzeichen wechseln. Die Raumdimension genau umgekehrt. Innerhalb des Ereignishorizonts ist die Raumdehnung so groß, dass eine Kontraktion nicht mehr möglich ist. Das ist ja genau die Grenze, was den Ereignishorizont definiert. Das bedeutet, innerhalb schaffe ich es nicht mehr, auf Lichtgeschwindigkeit zu kontrahieren, weil die Dehnung einfach zu groß ist. Ich verliere eine Grenze. Damit muss ich das Vorzeichen wechseln. Aber bitte
Nur das Vorzeichen wechselt sich. Aus Zeit wird nicht Raum und aus Raum wird nicht Zeit. Das bleibt, was es ist. Das ist eine viel einfachere, viel sinnigere Erklärung. Passt besser. So. Gehen wir zum zweiten Punkt. Das ist das Informationsparadoxon aus der QFT. Und da ist es jetzt witzig. Da ändert sich jetzt die Ansichtweise, genau weil dieser Ereignishorizont überhaupt keine besondere Bedeutung hat. Gucken wir mal hin. Die QFT besagt, eine Information, die erzeugt ist, bleibt. Die kann nicht wieder zerstört werden. Da können wir eigentlich mit unserem Wissen gleich nachhaken. Auf welcher Ebene denn? 3D oder 2D? Wo soll denn die Information liegen? Die hängt ja schließlich an einer Raumzeit und dann immer an einer bestimmten. Wir wollen jetzt aber gar nicht mal so kniebohren. Wir bleiben in unserer Raumzeit, in unserer 3D, denn da ist das schwarze Loch. Und gehen jetzt mal von der QFT aus. Wir sagen, ich habe hier ein Elektron, ab in den Ereignishorizont. Dann ist es da drin. Dann könnte ich immer noch sagen, ich weiß, du hast ein Elektron reingeschmissen, denn das schwarze Loch ist genau um, der Schwarzschildradius ist ein bisschen größer geworden, genau um die Portion des Elektrons, das du reingeschubst hast. Naja, dann nehme ich 1800, das sind 36 oder 39, ist egal. Ich nehme einen Haufen Elektronen, schmeiß die rein. Das Ereignis, der schwarze Loch ist ein bisschen größer geworden. Dann sagt der andere, ich habe ein Proton reingeschmissen. Ein einziges Objekt, anders komplett aufgebaut. Der andere sagt, ich habe viele, viele einzelne Elektronen reingeschmissen. Das Ereignis ist gleich. Die Information, was da drin ist, wie das aufgebaut ist, ist weg. Ich komme da nicht mehr ran. Und zwar nicht nur ich, niemand aus der Menschheit und auch kein anderes Bewusstseinswesen irgendwo in den Weiten des Universums. Niemand kommt mehr an die Information rein, was ich da eigentlich reingeschmissen habe. Einverstanden. Aber mal die Frage, ist das denn ein Problem? Wir haben es geschafft, die Erde vom Zentrum wegzunehmen. Wir haben es geschafft, die Sonne vom Zentrum wegzunehmen, aus unserem Weltbild. Irgendwann haben wir es auch geschafft, unser Sonnensystem wegzunehmen und die Galaxie zu setzen, auch festgestellt, dass auch die nicht das Zentrum ist. Was wir nicht geschafft haben, ist, unser Ego aus dem Zentrum aller Betrachtungen herauszunehmen. Ist auch schwierig. Ohne mein Bewusstsein würde ich auch nichts feststellen können. Das ist sozusagen das zentralste Objekt, das es geben kann für mich. Aber wir sind in einer dimensionalen Physik. Da gibt es kein Informationsparadoxon, da gibt es Problem der menschlichen Arroganz. Es ist doch vollkommen egal, ob irgendein Wesen mit Bewusstsein an die Information jetzt rankommt oder nicht. Wir gehen nur noch von einer Raumzeit aus. Und nachdem der Ereignishorizont überhaupt keine Besonderheit mehr darstellt, ist die Information in der Raumzeit, ob ich jetzt ein Proton reingeschmissen habe oder viele Elektronen, vorhanden. Alles wandert in die zentrale DHD unten und alles ist noch da. Die Dichte ist da, die Information der Dichte ist noch da. In der Raumzeit selbst habe ich überhaupt keine Information verloren. Sie sitzt vielleicht an einer Ecke, wo ich als Bewusstseinswesen nicht mehr rankomme. Aber das kann doch der Raumzeit egal sein. Die Raumzeit selbst hat keine Information verloren. Das Paradoxon existiert nur, weil wir der Meinung sind, wir als Bewusstseinswesen müssten nochmal an die Information rankommen. Das interessiert aber die Raumzeit wenig. Also mit dieser Raumzeitargumentation kann man relativ viel erschlagen, wie zum Beispiel dieses Informationsparadoxon. Und wir werden später in der QFT sehen, selbst aus der alten Sichtweise ergibt sich da eigentlich überhaupt kein Paradoxon, weil das, was die DRD kennzeichnet, in unserer Raumzeit steckt. Masse, Drehimpuls, vielleicht noch eine Ladung, das steckt auch im schwarzen Loch und nur die interne Geometrie, die niederdimensionale, nur an die komme ich nicht mehr ran. Aber eigentlich ist die Information in unserer Raumzeit sogar direkt am schwarzen Loch, am Rand erhalten. Aber das machen wir später in der QFT. Gut, dann packen wir jetzt noch die ART auf unser Bildchen mit drauf und können darauf dann die Physik aufsetzen. Was hier jetzt anders gemacht ist, als in allen anderen Lehrbüchern ist, dass ich die ART und die SRT separiere und in zwei verschiedenen Säulen reinstecke. Warum? Weil wir aus Blickrichtung
der Raumzeit argumentieren und aus Blickrichtung der Raumzeit machen die zwei Säulen was komplett Unterschiedliches. Die eine sagt mir, wie ist die DRD aufgebaut, wie verhält sich die DRD zueinander in der Raumzeit, und die andere Säule sagt mir, wie verhält sich die Raumzeit um der DRD herum, und die DRD ist mir eigentlich wurscht, ich brauche nur, wie viel ist da, damit ich weiß, was ich danach schieben muss. Dieses Bild vergleichen wir mal zu meinem Ruinenbild vom Anfang, ist jetzt so unterschiedlich nicht. Insbesondere haben wir keine einzige neue Formel dazu genommen. Wir haben nichts verändert an der RAT. Wir haben nur die Blickrichtung, die Blickwinkel geändert, wie wir diese Theorien anschauen, und haben sie Lego-mäßig anders wieder zusammengesteckt und haben insbesondere die Raumzeit mit Grenzen versehen und die Raumzeit als eigenes und einziges Objekt mit aufgenommen. Und schwuppdiwupp kriege ich ein Bild, das anders aussieht als vorher, und ich kann viele Dinge viel leichter erklären als vorher. Diesen Stand werden wir dann benutzen, um im nächsten Video in die QFT einzusteigen. Meiner Meinung nach müsst ihr noch ein bisschen mehr in die Kommentare investieren, damit jetzt ab diesem Zwischenstand von der ART, da werde ich so schnell jetzt nichts mehr nachlegen, wenn ihr da Fragen habt, nochmal nachfragen könnt, dann kann ich vielleicht ein Video nachschieben. Ich habe auch heute schon was zu einem Kommentar noch schon dazu gebracht. Aber egal, wie viel ihr jetzt Kommentare nachschiebt, das nächste Video wird definitiv erstmal der Einstieg in die QFT. Das haben wir uns verdient. Wir haben uns jetzt auf diese Plattform gestellt und können den nächsten Schritt in Richtung QFT machen. Das machen wir dann auch. Wie werden wir das dann machen? Naja, wir müssen uns ein Kriterium nehmen, das ein Objekt der Quantenmechanik ist. Was heißt ein Objekt? Ein Charakteristikum der Quantenmechanik. Dazu nehmen wir die Compton-Wellenlänge und werden diese mit dem, was wir kennen, verbinden. Also mit unserer Gravitationskonstante, mit der dimensionalen Konstante, mit einem Schwarzschildradius, und werden später auf eine Formel kommen, die zwei Aussagen gleichzeitig trifft, die sich widersprechen, sowas wie ein Paradoxon, und werden dieses Paradoxon dann auflösen, dadurch, dass wir dann ins Niederdimensionale absteigen. Aber das machen wir im nächsten Video. Und für heute wünsche ich euch allen ein unverbindliches Tschüss, denn über die dimensionale Physik bleiben wir alle für immer verbunden.